Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal, mein Name ist Simon Pagesa. Herzlich willkommen zurück, wenn du bereits Abonnent bist. Ansonsten herzlich willkommen, wenn du neu auf dem Kanal bist. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist dein Kanal für Training, für Calisthenics, für Training, was auf Performance ausgelegt ist. Das heißt, hier wird trainiert, um wirklich stark zu werden, in absoluten Grundlagen eine Maschine zu werden und hierauf aufzubauen und immer den nächsten Schritt weiterzugehen. Wir haben keine großartigen Extras in der Regel dabei, kein großartiges Equipment, keine großartige Ausrüstung, sondern nur uns selbst. Allerdings habe ich heute, um ein bisschen Variation reinzubringen, für mich eine Hantel dazugezogen, und zwar ist die hier. Soll unsere Kettlebell darstellen. Also wenn ihr eine Kettlebell habt, dann würde ich diese benutzen für das Training. Und zwar ist das Training für heute wie folgt aufgebaut. Wir fangen immer an mit 10 Burpees, 10 Bomb Pump Burpees, danach 10 Kettlebell Swings. Also werden wir sehen, dementsprechend Swings mit der Hantel in meinem Fall. Danach 10 Liegestütze, danach 10 Forearm Flutter Kicks, also eine Bauchmuskelübung. Und das ist eine Runde. Und dementsprechend werden wir nach dieser Runde versuchen, in die nächste Runde dementsprechend reinzugehen. Und wir wollen insgesamt mindestens 10 Runden absolvieren und dann schauen wir, was nach oben geht und wie wir weitermachen wollen. Sehr, sehr interessanter Mix aus Push-Übungen für die Brust, für die Schultern, für die Arme und dementsprechend auch gleichzeitig für den Core. Und gleichzeitig trainieren wir mit der Kettlebell bzw. mit dieser Schwungbewegung, wo ich jetzt die Hantel dabei habe, dann Explosivität und gleichzeitig auch die Schultern. Und wir sollten das Ganze natürlich kontrolliert machen und alle Wiederholungen, alle Übungen sauber ausführen, besonders diese Übung, dass unser Rücken hier gerade bleibt, dass wir nicht einfach nur nach oben schleudern, sondern das wirklich kontrolliert machen. Lass direkt einsteigen, lass direkt mit dem Training beginnen und viel Spaß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Im Anschluss an jede Runde 30 Sekunden Planks. Und zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs.
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ungefähr. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun, zehn, thank you.
Und eine 6. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sieben. Acht. Neun. Drei. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, Hmm.
4, 6, 7, 8, 9, 10. Ugh.
Das war ein Programm. Interessanter Mix zwischen Burpees und Kettlebells. Wir haben extra Gewichte dabei gehabt heute. Schadet nämlich gar nichts, das ab und zu dazu zu nehmen. Mein Hauptfokus ist eigentlich nur Calisthenics. Aber ab und an kann es definitiv helfen. Und es ist eine interessante Abwechslung, vor allem mit den Kettlebells in meinen Augen. Sehr, sehr geiles Training, wenn ihr Power entwickeln wollt. Wenn ihr stark werden wollt. Ja, ohne das klassische Fitnessstudio-Training. Sondern ihr seht, sie braucht eigentlich gar nichts. Im Prinzip könnte man sogar die Kettlebell-Übungen durch irgendwas anderes ersetzen. Ihr braucht eigentlich nur eine Ebene, ihr braucht euch selbst, ihr braucht einfach Motivation, ihr braucht Disziplin. Und dann könnt ihr Gas geben, dann könnt ihr jeden Tag was machen, euch verbessern, vorankommen, wie euer Training verdienen. Ihr seht, Schweiß ist wieder geflossen. Das ist wichtig bei jedem Training. Und genau das will ich auch. Ich will es kein Stück einfacher haben. Das ist zumindest meine Mentalität. Genau das will ich mit dem Kanal weitergeben. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Training. Freue mich auf Abwechslung in den Trainingseinheiten. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin, viel Erfolg und ciao, ciao.